Ich befinde mich gerade vor der Geschichtswerkstatt Leonid Levin, die im Jahr 2003 gemeinsam mit dem IBB, mit der Internationalen Bildungs- und Begegnungsstätte, auf dem ehemaligen Gelände des Minsker Ghettos entstanden ist. Das Ziel der Geschichtswerkstatt ist der Austausch zwischen Zeitzeugen des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs mit der jungen Generation. Ich zeige euch jetzt die Geschichtswerkstatt. Gleich am Anfang stehen Koffer, die an die Deportationen aus Europa nach Minsk zwischen 1941 und 1942 erinnern. Hier steht auch ein Originalexemplar eines Waggons. Insgesamt dauerte die Fahrt nach Minsk mehrere Tage. Im Waggon gab es weder Licht noch Toiletten und jede Person hatte ca. 1,5 Meter Platz. Links von mir steht eine Minsker Stadtkarte aus dem Jahr 1942. In ihr ist auch das eingegrenzte Gebiet des Ghettos zu sehen. Auf der Wand sehen wir die Deportationslisten der aus Europa deportierten Juden. Allein aus Österreich wurden mehr als 10.000 Juden deportiert, um hier umgebracht zu werden. Rechts von mir ist der Schreckensort Malitrosinec zu sehen. Malitrosinec befindet sich ca. 13 Kilometer von der Geschichtswerkstatt entfernt. In Malitrosinec steht auch ein österreichisches Denkmal, das Massiv der Namen. Das sind die Opfer der über 10.000 ermordeten Juden aus Österreich erinnert. Hier befindet sich unser Projektraum. Hier finden, wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, Treffen mit Zeitzeugen, aber auch soziale Projekte statt. Auf den Wänden sind unterschiedlichste Persönlichkeiten und Denkmäler zu sehen, wie zum Beispiel Leonid Levin, ein bekannter Architekt aus Belarus. Hier ist auch die Geschichtswerkstatt zu sehen, so wie sie früher ausgesehen hat und so wie sie heute aussieht. Im Jahr 2023 ist auch eine Restaurierung geplant. Dann wird die Geschichtswerkstatt nicht nur ein Informationszentrum sein, sondern ein wirkliches Museum. Hier befindet sich mein Arbeitsplatz. Hier bin ich mit Deportationslisten, mit Biografien und Übersetzungen beschäftigt. Normalerweise sind hier ca. 4 Personen im Raum, aber aufgrund der Corona-Situation in Belarus müssen wir ein wenig reduzieren und arbeiten auch von zu Hause aus. Es ist gerade 8.15 Uhr und ich mache mich auf den Weg in die Geschichtswerkstatt. Um 9 Uhr muss ich dort sein, aber davor gibt es noch einen guten Kaffee. Bevor es nach dem Frühstück in die Geschichtswerkstatt geht, möchte ich euch ein wenig über meine Arbeit in der Geschichtswerkstatt erzählen. Also heute ist ein üblicher Dienstag. Ich werde um 9 Uhr in der Geschichtswerkstatt sein, werde dort arbeiten, wie gesagt am Computer. Um 10 Uhr wurde ich heute gerufen, auszuhelfen beim Tragen. Und um 11 Uhr findet ein Deutschkurs statt mit Pensionistinnen und Pensionisten, wo ich auch ein wenig helfen werde. Mit der Sandri macht das 7 Euro. 7 Euro. Danke, alles gut. Und sonst werde ich wahrscheinlich bis ca. 12, 13 Uhr in der Geschichtswerkstatt bleiben. Man muss bedenken, dass es sehr kalt ist hier in Minsk. Und die Geschichtswerkstatt ist ein sehr altes Gebäude, deshalb kann man sich dort auch nicht wirklich lange aufhalten. Ich nehme euch heute mit, um euch zu zeigen, wie ein üblicher Tag eines Gedenkdieners hier in Minsk in der Geschichtswerkstatt abläuft. Viel Spaß! Also ja, es schneit und es ist saukalt. Ein weiterer Teil meiner Arbeit hier in Minsk ist die Zusammenarbeit mit der österreichischen Botschaft in Minsk. Da finden öfters Veranstaltungen, Konferenzen statt. Und jetzt gehe ich ganz schnell in die U-Bahn, weil es ist echt kalt, wie ihr seht. Und da vorne ist auch schon die Geschichtswerkstatt. Also
von der U-Bahn circa ein 3-Minuten Gehweg. Also ich bin gerade vor der Geschichtswerkstatt, leider noch alleine. Ich warte noch auf die Mitarbeiterin Tatjana, die ist leider noch nicht da. Aber dabei genieße ich den Schnee. Das Erste, was ich mache, natürlich mir wieder einen Kaffee. Aber dazu muss ich mir mal das Wasser pumpen hier. Aus der Wasserleitung darf man das hier leider nicht trinken. Wir warten auf die Ausstellung, warten diese vor dem Platz. Genau, also hier kommt dann der LKW mit der Ausstellung. Es ist 14.25 Uhr, mein Arbeitstag ist zu Ende gegangen. Ich fahre jetzt nach Hause, schreibe vielleicht dann noch später bei den Deportationslisten weiter. Aber jetzt heißt es mal Feierabend. Wenn wir in Österreich zum Beispiel in den Nachrichten über Belarus hören, denken wir meist nicht über den historischen Kontext nach. Obwohl auch unser Land an den Zerstörungen der Städte und Dörfer und der Ermordung von unschuldigen Zivilisten mitbeteiligt war. Jetzt liegt es in unserer Verantwortung, gemeinsam diese dunkle Seite der Geschichte unseres Landes zu erinnern, damit sich diese schrecklichen Ereignisse niemals mehr wiederholen. Doch dies liegt an jedem Einzelnen von uns.